Eine wunderschöne herzliche Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von falsches Passwort. Ja. Zu einer weiteren Folge von Clone F's Miner's Land Server. Also ein komplizierter Name. Ja, hab alles gelesen. Garantiert. Hi Ronny, join auf unseren Discord-Channel. Warum sollte ich? Weil es mal witzig wäre. Kann man gar nicht draufklicken. Markieren geht auch nicht. Ja, nö, Leute, dann nicht. Also, ich schreibe jetzt gerade diese Zahlenfolge da ab. Da bist du beklackt. Und ist er noch da? Er ist nicht da. Maxi Bäume? Auch nicht. Sehr geil. Gut, dann holen wir mal unsere Axt. Unsere Spitzhacke. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwelchen Tunnel-Dingsabus da finden. So, hier zum Beispiel. Da ist schon mal Kohle. Was auch immer das für ein Zeug ist, aber bestimmt kein Eisen. Ja, hier haben wir sogar richtige Kohle. Die tot gemacht haben. Hallo? Geht doch. Ah ne, also hier muss man für Eisen auch relativ tief gehen. Ist schon der neue Map-Gen. Sad life. Das heißt, da sollten wir uns mal doch eher wieder nach Hause begeben und dann dort einfach mal unten graben, ne? Das klingt nach einer guten Idee. Aber dann ab nach Hause. So, dann nehmen wir einfach mal hier diese Schlucht und bauen uns hier schön nach unten. Das heißt, wir nehmen mal kurz das Ding weg und das... Och du Scheiße. Hä? Die Dinger haben auch keine Schwerkraft? Andersrum. Haben die Schwerkraft? Lol. Bob. Alle tot. So, das heißt, wir haben jetzt hier haben wir schön Licht von oben. Das heißt, wir können jetzt schön nach unten graben. Ich meine, eigentlich wird es am Anfang reichen, wenn wir jetzt erstmal hier nur so zwei breit nach unten graben. Weil unsere Spitzhacke hält jetzt auch nicht eine Ewigkeit, so. Beziehungsweise sie ist sogar schon fast kaputt. Holy shit. Kein Eisen? Holy moly. That's sad. Und kaputt. Ja, das hat ja gut funktioniert. Da müssen wir jetzt mit Stein weiterarbeiten. Mal gleich mal mehrere, weil wir werden mehrere brauchen, so. Wir müssen mindestens, naja, ich sag mal so, ja, ein bisschen Eisen sollte man schon finden. Oh Mann. Denn wir müssen ja mindestens unsere beiden Kisten abschließen können. Sonst sind sie für den Fall, dass wir hier irgendwann mal weiterspielen sollten, sind bis dahin die Kisten einfach leer.
Das wäre ja nicht so geil. Oh. Was ist das denn? Ist das ein Kohlenblock? Wir sind hier relativ nah bei der Kohle, ne? Also. Öl. Ja, moin. Was soll man denn aus Öl machen? Natürlich gar nichts, aber ja klar, leck mich doch am Arsch. Tschüss. Ehrlich, für die gute alte Tätigkeit, die Maitest seinen Namen gibt. Straight nach unten baggern. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte das echt stundenlang machen. Diese Faszination, einfach nur stumpf nach unten zu gucken und dabei die ganze Zeit rum zu baggern, ist besser als ein Glücksspiel. So, ne? Weil hier hat man halt also auch diesen Glücksspielfaktor. Somit, oh, man könnte Eisen finden. Ist besser als Lotto. Einfach besser als Lotto. Vielleicht finden wir jetzt sogar eine Nierenkatze. Keine Ahnung, ob es die hier auf dem Server gibt. Zumindest finden wir schon mal kein Eisen. Was halt echt sad ist. Oh. Damit können wir zwar noch nichts anfangen, aber schön zu haben. Vielleicht kann man damit ja später irgendwie irgendwas machen. Okay. Die spannendste Folge vom gesamten Let's Play einfach. Ach, schön. Digga. Wir müssen doch mittlerweile schon locker 120 Blöcke unter Tage sein. Ah, da unten kannst du wissen schon mal hier Kupfer. Problem ist nur, Kupfer bringt uns auch nicht so weit, weil damit können wir keine geschützten Kisten bauen. Aber was wir mal gucken könnten, ist, bevor wir hier schon lang weiter graben, ob es hier vielleicht noch andere Rezepte gibt. Warte mal kurz. So, da braucht man. Nee, andersrum. So rum. Ja, nee, gibt's nur das Rezept mit dem Eisen. Ja. Ja, nee, genau. Wir brauchen also auf jeden Fall Stahl. Locked Infinity Chest? The fuck is going on? Ja, man sieht schon Himmel gar nicht mehr. Wir sollten erstmal anfangen, ein paar Leitern zu bauen. Ich meine, die Leitern müssten locker reichen. So zumindest meine Theorie. Und wie wir alle wissen, ist meine Theorie die einzig richtige. Hey, halt.
So. Da sehen wir auch gleich, wie viele Blöcke wir unten drunter sind. Also siehst du, wir können das jetzt ganz schnell, den ganzen. Kann ich auch so machen hier. Haha. I'm fast as fuck. Ups. So. Oh, bisschen Speed nehmen hier, denn. Wuhu. Hallo. Hey, hi. Tschüss. Wuhu. Macht das Spaß. Yeah. Ja, fast ist schon cool. Oh, gleich habe ich. Ja. Verdient. Aber wir müssen sogar home. Sind wir gerade ein? Nicht homo. Home. Was ist los mit dir? So. Die Sache ist, Kupfer können wir halt nichts machen. Nee, wir brauchen Eisen. Ohne Eisen macht das Ganze keinen Sinn. Verdammt. Gibt es nicht am Spawn unten einen Shop, wo man sich Eisen kaufen kann? Was, hier ist kein Spawn-Befehl? Man muss nur richtig schreiben können. Spawn-Gasse. Lol. Guck mal, hier ist noch ein LAN. Gibt es hier denn Eisen? Nee, gibt es nur Gerichte. Sad Life. Jump and Run, ne? Armor und Waffenmuseum. Aber wir ganz ehrlich, Jump and Run. Warum eigentlich nicht? Oh. Das wird mit unserem Speed-Dings bei uns auf jeden Fall nicht möglich sein. Ja. Es wäre. Achso, siehst du, wir können einfach unsere Schuhe aussehen, ne? Das wäre ja eine Möglichkeit. Wo war das Scheißding jetzt nochmal? Hallo, ey, Boys and Girls. I'm here. Where are you? Oh, achso, ist mal das gleiche Gebäude. Hä, wo war denn das? War ich hier in der Nähe vom Spawn oder nicht? Hallo? Ach da. So, ziehen wir mal hier unsere Dingsterbums da aus. So ungefähr. Und jetzt müsste das ja wunderbar machbar sein. Ja, easy. Na gut, das war jetzt. Also, ja, es war ja. Ich bin begeistert von. Ach hier, ich bin begeistert. Es ist ja ein Tor. Oh Mann. Ich hasse diesen Server als Kacke. Was ist jetzt da? Doink. So, jetzt aber hier. Nicht verzagen, den Rolli fragen. So. Stop. Das war's? Oh, ich hab Rote bekommen. Ich will mal gucken gerne, ob da auf den Schildern irgendwas drauf stand. Weil da, ich habe da unten was durchgesehen. Ich weiß aber nicht genau, was das war. So. Nö, da war scheinbar nicht. Glucksbuchs Whispers. Gratulation. Congratulations. You have mastered the dirt level. Gibt's noch mehr Level? Oh, dann gibt's noch mehr Level. Oh, hier gibt's noch mehr. Oh, hier gibt's. Ach du Scheiß, jemand dann. Let's go. It's me, Mario. Ja. Die Sache ist die. Schwerkraft tut weh. Ah,
Ich glaube, ich sollte mal da oben einen Homepoint setzen, gell? Ronix passed out permanently. Schön. Ich bin nur am Kreis rennen, kann das sein? Wo ist die Scheiße? Da hinten? Nee. Ist ja ein anderer. Sag mal, bin ich jetzt hier blöd oder was? Ach da. So, das heißt, hier muss man wirklich ein bisschen weiterspringen. Doink. Aber, also, oder braucht man da diese Schuhe? Ist es so gedacht, dass man da mit den Schuhen springt? Weil ich bin wirklich schon von der Kante ausgesprungen. So viel weiter kann man ja nicht springen. Und ich so schon wieder das Ding. Das ist doch nicht wahr. Da ist es doch. Gut, jetzt sehen wir mal doch unsere Schuhe an. Unsere Schicksalmonster. Und dann müssen wir mal gucken, ob es nicht. Also, dann scheint es ja wohl doch mit den Dingern gedacht zu sein. Dass man hier so. Wah. Ungefähr so. Und jetzt? Yay! Yeah. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, oder? Das wäre ja ein bisschen sehr einfach. Okay. You mastered the Iron Level. Spaghetti? Oh, Loloroffel. So, aber jetzt ist ein. Ach, das ist noch ein Eis Level. Was ist das denn? Wie soll man das denn? Das ist ja. Also das überschreitet noch ein bisschen meine Skills. Wait a second. Vielleicht ist das als Falle gedacht. Vielleicht soll man hier mit den Dingern, wenn man hier so runter geht, dahin springen. Also dahin springen. Ah, nee. Ich glaube nicht, dass das klappt. Oh, doch. Wow, 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 wow. Das klappt jetzt wirklich. Wobei, komm mal hier hin. Das ist auch eine Leiter. Ich glaub, man soll hier doch nicht mit den Schuhen arbeiten, oder? Ich glaube, die Schuhe sind doch falsch. Alter, hier. Ach so, mal hier ist auch eine Leiter. Ah, verstehe. Okay, man soll also wirklich immer die Leitern benutzen. Oder ich verstehe gerade das Konzept nicht so ganz. Oh, das war ein bisschen daneben. Wäre cool gewesen. Ja, ich glaube, man soll doch ohne den Schuhen arbeiten. Aber dann verstehe ich nicht die Leitern dahinter. Da ist ein Goldapfelbaum. Den müssen wir direkt mitnehmen. Wird denn das geschützt? Ja, das ist geschützt. Verdammt, ich will einen Goldapfelbaum. Die sind ja super selten. Wow, was ist denn hier los? Wir können mal gucken, ob wir so einen Goldapfelbaum finden. Was tue ich hier gerade? Ach, scheiße, jemand dann. Ah, komm, wir gehen wieder zurück nach Hause. Das hier ist ja. Das ist nicht gut. Aber schön, dass du so ein bisschen Jump-and-Run-Strecke gibst. Auch wenn ich glaube, dass ich nicht verstanden habe, was sie von einem wollen. Aber das Dirt-Level haben wir zumindest schon mal geschafft. Und das andere Level, keine Ahnung. Ob das so gedacht war, wie wir es gemacht haben oder nicht oder was. Oh. Verdammt. Oh Mann. Ach, guck mal, hier sind ja auch Dinger. Was ist denn hier eigentlich los? Oh, es gibt sogar offizielle Minen. Vielleicht haben wir hier Eisen. Eisen. Natürlich super dunkel hier drin, ne? Man sieht halt gar nichts. Aber da oben ist Eisen. Aber da kommen wir nicht drauf, verdammt. Eisen. Eisen. Das ist Eisen. Yay. Gib mir mein Eisen. Eisen. Verdammt. Gibt es keine abgelegenen Stellen, wo es Eisen gibt? Leute. I need some Eisen. Ja,
Ich meine, wir könnten noch mal in eine andere Mine gucken. Da gab es ja zwei Minen. Vielleicht gibt es bei der anderen Mine dann ein bisschen. Vielleicht ist sie ein bisschen neuer und da gibt es ein bisschen mehr Stuff noch. Aber ich glaube, hier, die ist schon relativ ausgebeutet worden. Ist halt hier auch echt scheiße dunkel drinnen, ne? Hier gibt es sogar Züge. Home. Ah. Oh. Avoid hitting TNT. Boom. Hab ich schon gewonnen? Nee, hab ich noch nicht. Verdammt! So, der müsste frei sein. Oh. Verdammt! Ich verstehe das Spiel nicht. Ah! YouTube.de. Google.com. Wikipedia.de. Sad. Weg. Tetris. Oh. New Game. Wie kann man drehen? Ich kann ja gar nichts machen. Hä? Wie stört man das Spiel? Nur die Tasten hier? Das ist ja sad. Ja, yep, nur die Tasten. Okay. Da ist halt einiges. Hallo? Warte, du musst ja 20 Mal drücken, damit das einmal registriert. Boah, Alter, das ist schwierig. Wo ist jetzt drin? Da ist drin. Hallo, dreh doch mal. Oh Mann, ey. Oh Gott. Oh Gott, nee. Da musst du dreimal klicken, damit er einmal klickt. Aber wenn du dreimal klicken möchtest, dann musst du gucken, ob du fünfmal, neunmal oder 80-mal klicken musst. Settings. Lol, BOS einfach. Oh, apply. Nice. Notepad. Ah. Was ich aber sehr gerne mache, ist das hier. Aber ich glaube, das ist hier maximal. Ich weiß gar nicht. Oh, den können wir doch ein paar Mal machen. Oh. Oh. Die Frage ist: Bringt sowas irgendwo den Server zum Absturz? Ich hoffe nicht. Egal, wir drücken auf jeden Fall mal. Print the file. Ey, print. Print not found? Was? Da muss erstmal direkt der Systemadministrator ran. Da funktioniert der gar nicht. Hallo? Save. Save my ass. Ja, Delete braucht man nicht. The big one. Safe. Sehr geil. Wir können nachts nicht schlafen. Was? Wir können also nur nachts schlafen. War gerade ein bisschen verwirrt. Wo geht jetzt hier raus? Geht raus. Aber, ah ne, war geschütztes Gebiet, klar, war ihr Haus. Ich schon wieder. Gut, wir müssen also jetzt wieder zum Spawn. Dann gucken wir mal Mine 2. Das war die zweite Mine, ne? Nee. Was ist das hier schon wieder? Ach da. So, mal gucken, wie es hier aussieht. Ist das nicht hier? Ist das genau die gleiche Mine? Die wollen mich doch verarschen. Wie viele Öfen hier sind. Lol. Gibt's hier. Oh, Äpfel. Da, danke, danke. Immer her damit. Ja, Kohle. Damit kriegst du die Äpfel zurück, bitteschön. I don't know.
Oh mein Gott, Chemie der Eisenbahn. Ich glaube, mein Herz schlägt im Dreivierteltakt. Oh, und wir haben Eisen gefunden. Kupfer können wir auch gebrauchen. Weiß ich gerade gar nicht so. Da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Silber. Da. Nee, Zinn. Wobei, Zinn haben wir ja. Nee, wir haben Zink. Zinn haben wir noch nicht. Verdammt. Wow, was ist das denn für ein Zeug? Hämmerchen. Okay. Warum ist sowas hier unten in so einer Kiste drinne? Alter, Mese. Alles andere sowieso Käse. So, haben wir gleichzeitig auch noch Rüstung. Ich ziehe mal die Rüstung direkt mal an hier. Da. Achso, Schuhe brauchen wir nicht. Alter. So. Läuft doch. Sieht ein bisschen bunt aus vielleicht, ja. Aber. Hashtag läuft. So, da können wir nämlich die Axt mal ablegen. Dann haben wir hier so eine gute Axt. Was ist das denn eigentlich? Quarz brauchen wir nicht. So. Aber noch ein bisschen mehr Alien-Stuff. Läuft doch. Alter, sind überall Kisten, Alter. Und die sind alle nicht abgeschlossen. Warum schließen die Leute ihre Kisten nicht ab? Du kommst mal weg hier. Ich meine, die haben doch Eisen, ne? Die haben sogar ein Eisenschwert. Also warum bauen die keine abgeschlossenen Kisten? Guck mal, da können wir abgeschlossene Kisten bauen. Ah. Erstmal ist das dafür los, wenn ihr keine Sau braucht. Oh, siehst du? So macht man das. Abgeschlossene Kiste. Das heißt, wir gehen erstmal hier auf Kistensuche. We need more Kisten. Ah, gut. Dann erstmal ab nach Raum. So, das heißt, wir können jetzt hier eine von den Kisten nehmen. Hallo? Ach, danke. Gut, jetzt sind natürlich erstmal beide Kisten voll. Die machen wir erstmal hier erstmal alles rein. So, das Schloss brauchen wir actually. So, das heißt, nehmen wir jetzt die Kiste hier. Also ich glaube, das war eigentlich voll dumm. Eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, erst die andere Kiste abzubauen. Die war Lehrer. Die ist nämlich Schüler. So. Und jetzt können wir direkt die Kiste nehmen. Bob. Und. Oh, die ganze Stöcker hier raus. Da. Dankeschön. So, und dann müssen wir jetzt gucken, was brauchen wir für ein weiteres Schloss. Wir brauchen für ein weiteres Schloss. Lockchest, das Ding. Brauchen wir nämlich so ein Iron Bar. Genau, die Dinger haben wir. Und hier, die müssen wir machen, indem wir. Achso, ich kann auch direkt draus machen. Ah, cool. Dazu schon, wir müssen die hier aus diesem Rohmaterial machen. Ich denke, können wir jetzt direkt noch ein Schloss machen. Ist ja geil. So. Dankeschön. Dankeschön. So, haben wir noch ein paar Schlösser übrig. Für den Fall, dass wir später noch weitere abgeschlossene Kisten brauchen. So, der kann ja ganze Scheiß erstmal wieder rein. Ja, alles weg hier. Alles raus mit dem Dreck. Sortieren können wir später immer noch. Achso, das kann ich doch weg. Egal. Hallo? Wow. So, da brauchen wir jetzt mal noch ein bisschen hier temporären Platz. Das heißt, die Äpfel kommen hier mit rein. Ungefähr so. Also sehr gut. Okay, die Kiste ist auch voll. Und dann gucken wir mal kurz, müssen wir die Kiste jetzt hier abbauen. Und. Sehr geil. Schon sind unsere Kisten weitestgehend geschützt. Also nicht weitestgehend, die sind geschützt so. Da. Sehr geil. Gut, dann soll es auch mit der Folge erstmal gewesen sein. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich mache dann erstmal Feierabend. Mal gucken, ob ich denn auf dem Server. Also nächstes Mal. Ja, nächstes Mal ist wahrscheinlich erstmal wieder 7 Days to Die.
Und dann mal gucken, ob ich dann auf dem Server jetzt mal ein bisschen noch weitermache oder wieder auf meinem Server spiele. Mal gucken, wie ich Lust habe. Vielleicht ist bis dahin auch der andere Server wieder offline, online. Da kann ich auf dem Server weiterspielen, wo wir eigentlich spielen wollten. Also wo ich eigentlich spielen wollte, diesen anderen Server, diesen Name vergessen. Ja. Auf jeden Fall soll das für den Server erstmal gewesen sein. Denn sieht man sich wahrscheinlich zu 7 Days to Die wieder. Bis dann.